Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Timo von Bestins.de. Heute geht es um den Holy Energy Gaming Booster Drink. Ich möchte dir alle wichtigen Eigenschaften dieses Energy Drinks aufzeigen und dir damit bei deiner Kaufentscheidung helfen. Hey, bevor das Video wirklich startet, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du findest unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du den Preis gerne genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Lass uns ein Like da, einen Kommentar und vielleicht sogar ein Abo, darüber würde ich mich sehr freuen. Fokus und die persönliche Höchstleistung sind im Gaming nicht mehr wegzudenken. Genau wie im klassischen Sport möchten wir auch an der Konsole oder dem PC zu den Besten der Besten gehören und das Bestmögliche aus uns herausholen. Gaming findet immer mehr Zuspruch und ist längst auch im Berufsleben angekommen. Mit Preisgeldern im Millionenbereich wird der Anreiz immer größer. Spiele wie Dota 2, League of Legends oder Fortnite auf dem höchsten Niveau im E-Sport zu spielen. Und genau aus diesem Grund sprechen wir heute über den Holy Energy Gaming Booster. Wir werden heute die verschiedenen Sorten Raspberry Raptor, welche nach Himbeere und Yuzu schmeckt, dann die Sorte Tropical Tiger, welche nach Maracuja und Ananas schmeckt, testen. Als drittes testen wir noch die Sorte Citrus Cobra, welche nach Citrus und Calamansi schmeckt. Und dann als letztes sprechen wir noch über die neueste Sorte von Holy Energy, das wäre Strawberry Shark. Diese schmeckt nach Erdbeere, Mandarine und Limette. Aber fangen wir erstmal damit an, was das Ziel von Holy ist. Holy hatte das Ziel, einen gesunden Gaming Booster Energy Drink zu kreieren. Einen Gaming Booster ohne einen viel zu hohen Koffein- und Zuckergehalt und ohne pure Chemie. Stattdessen wollte Holy einen Gaming Booster entwickeln, welcher gesund ist und mit neuester Wissenschaft wie der NuCAF-Technologie ausgestattet ist. Diese sorgt dafür, dass in einer Portion Holy Energy rund die Hälfte an Koffein gespart wird im Vergleich zu anderen Gaming Boostern, was der eigenen Gesundheit zugute kommt. Fangen wir an mit der Zubereitung und dem Geschmackstest des Holy Energy Gaming Boosters. Als erstes hätten wir hier die Sorte Raspberry Raptor. Wir geben einen Cup des Pulvers in einen Shaker. Das sind 7 Gramm und entspricht einer Portion des Holy Energy Gaming Boosters. In diesen Shaker gießen wir jetzt 500 ml kaltes Wasser. Dann wird der Shaker für ein paar Sekunden geschüttelt und fertig. Hier hat man den fertigen Energy Gaming Booster Drink. Als nächstes haben wir die Sorte Citrus Cobra. Bei dieser geben wir ebenfalls einen Cup des Pulvers in einen Shaker und geben darauf 500 ml Wasser und schütteln diesen. Dann ist auch diese Sorte fertig zum Genießen. Jetzt kommen wir zur dritten Sorte, Tropical Tiger. Hier läuft die Zubereitung exakt gleich ab wie bei allen anderen Shakes von Holy auch. Pulver in den Shaker, Wasser drauf, kurz shaken, et voilà, man hat den fertigen Energy Booster. Zu guter Letzt haben wir noch die Sorte Strawberry Shark. Hier füllt man ebenfalls das Pulver in einen Shaker zusammen mit Wasser, shake das Ganze für ein paar Sekunden durch und dann hat man seinen fertigen Energy Gaming Booster. Haben wir dein Interesse an den Produkten von Holy Energy geweckt? Dann schau jetzt in die Videobeschreibung und klicke auf den Link, um dir ein eigenes Testpaket des Holy Energy Drinks zu sichern und das zum besten Preis. Falls du noch Fragen hast, schreib mir diese doch gerne in die Kommentare. Sonst bis zum nächsten Mal, dein Timo von Bestins.